Herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Mario Land 2 oder Super Mario Land 2, ich kann es mir immer noch nicht merken. Ist klar, ein Let's Player, der sich den eigenen Titel nicht merken kann, den er spielt, ne? Aber ich habe ja im letzten Part ziemlich gefailt und na gut, ich bin der Meinung, ich sollte den ja doch mal irgendwann schaffen zu meistern, ne? Okay, zum Thema Schaffen und Meistern, ne? Ich werde das ja immer noch mit Schnellladen machen. Wenn ich wieder Leben haben sollte, aber ich auch demnächst wieder habe, zumindest wenn ich den Boss besiegt habe, dann wird nicht mehr schnell geladen, schnell gespeichert, ne? Leute, nicht, dass ihr denkt, oh, ist so ein scheiß Cheater-Arschloch. Okay, das haben wir gut geklappt, das haben wir gut geschafft, das haben wir gut geschafft, das haben wir gut geschafft und Schweini, geh mir nicht auf die Nerven. Okay, das hat noch gut geklappt. Okay, das hat ziemlich gut geklappt. Jetzt bitte kein Übermut. Bitte kein Übermut. Bitte kein... Wann bin ich klein geworden? Wann? Ich hab's nicht gesehen. Und was ich nicht sehe, kann ich nicht sein. Der zweite hat mich auch nicht platt gemacht. Also klein gemacht. Der eigentlich auch nicht. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Also wie ich mich gerade schon wieder anstelle, wäre es doch gut möglich gewesen, dass er das geschafft hätte. Okay, das... Okay, das hat er auch schon mal nicht. Oder wird man automatisch klein? Ja, unrealistisch. Nö. Man bleibt so. Okay, das haben wir auch schon geschafft. Blub, blub. Okay, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt haben wir es gepackt. Gut, danke. Und jetzt enden wir den Part. Nein, mein Schatz, es geht ja noch heiter weiter. Und eine Medaille oder Münze weiter. Und ich glaube, das ist die ganz rechte, oder? Oder die zweite rechte? Genau da, wo ich mit dem Finger hinzeige. Genau da habe ich ihn gezeigt. Habe ich eigentlich nicht. Ich habe eins weiter runter gedacht. Schöne Melodie, yay. Wir haben wieder was geschafft. Sollten wir Party machen? Sollten wir Party machen? Nein, wir sollten uns nicht auf unserem Ruhm ausruhen. Und wir steigen ins nächste Schildkrötenlevel. Schildkröte, lässt du mich weiter? Oh no, Turtle Sound. Gut, sorry. Das muss ich absichern, weil ich brauche erstmal Leben. Weil wenn ich jetzt sterbe, wäre das ziemlich unangebracht und unangemessen, weil... Denn wäre mein Leben nicht mehr so wert wie eben, ne? Aber wie gesagt, ich... Das ist jetzt schon wieder nicht, dass ihr denkt hier, scheiß Cheater, ne? Ist aber nicht. Ne? Also wie gesagt, ich versuche so wenig wie möglich zu cheaten. Oder was wir auch cheaten nennen wollen, ja. Was eigentlich kein Cheaten wirklich ist. Es ist ja nur Speichern, das ist ja nur eine Hilfe. Und solange wir kein Leben hier kriegen, ich weiß nicht, ich versuche mal oben im Dingsbumsen da, nein, nicht Dingsbumsen, okay, sorry, im großen Ziel da, wo man doch immer hier leben und Items kriegen kann, wenn man gut ist. Okay, da komme ich auch nicht hoch, ich dachte. Ui. Nein, ich will nicht, aber nett, danke, dass du gefragt hast. Gut, wir wollen hier weiter runter, runter. Nein, hi, ich habe keinen Bock mit dir zu spielen. Zum Beispiel das hier, was eigentlich nicht so schwer war jetzt zu erreichen, aber natürlich das erste Level. Komm, bitte 3 Leben, damit ich jetzt nicht mehr schieben muss. Oh, gut, ey Gott. Ich habe einen Schutzengel auf meiner Seite. Es ist ein Mädchen und es hat einen sehr schönen Namen, aber den Namen möchte ich nicht sagen. Wir gehen einfach... Wo sind wir? Ach so, okay, weiter. Jetzt haben wir endlich wieder Leben und uns geht's happier, aufhören. Verdammt. Da sind die lustigen Knochenfische. Aus Super Mario World. Oh nein, danke. Es war nett, dass ihr mit mir spielen wollt, aber ich hab grad nicht das Bedürfnis. Okay, ich muss also hier auch. Gut zu wissen. Kann ich euch abschießen irgendwie? Nö. So,
war auch schon mal gut zu wissen, ne? Immer alles gut zu wissen. Die Schildkröten haben auch nur ihren festen Dingsablauf, das ist auch toll. Ah, ich habe Angst. Ich habe Oh. Du bist es. Eine Frage, Leute, erklärt sie mir gerne. Wie schafft es Mario, hier unter Wasser Luft zu holen? Das Spiel versucht immer so realitätsgetreu zu sein. Na gut, was hat denn hier eigentlich alles in Realität? Man isst Fliegenpilze, was schon mal unrealistisch ist. Man kann unter Wasser so lange sein, wie man will. Man hat Feuerblumen, man hat dies, das und jenes. Das ist ja alles schon mal unrealistisch. Stimmt schon. Aber trotzdem, da irgendwie haben die ich glaube, Shigeru Miyamoto, so hieß er doch, der gute Alte, hat sich doch, glaube ich, was davon dabei gedacht. Und da hat sich doch dabei was gedacht, als er das Spiel ja, beziehungsweise Mario entwickelt hatten. Oh, ich will wieder nochmal gehen, und was ist das hier für ein blödes Labyrinth? Okay, so blöd ist es nicht, jetzt ist es simpel. Ich guck schon gar nicht in Blöcken nach, weil ich Angst habe. Ich kriege doch bestimmt Schaden. Nö. Gut. Ich Schwein gehabt. Da habe ich ziemlich Schwein gehabt. So, ab hier hoch. Ich schwimme hier einfach mal unten. Cool, ganz cool. Runter, lang und ich würde eigentlich irgendwas geschillt sagen oder so. Autsch. Leck mich doch. Okay, was wird's? Ich gehe auch in das Ziel. Ich hab doch meine drei Leben. Mit denen komme ich doch gut aus. Ist das schon das Dings? Ah, Marsmenschen. Ah, Marsmenschen. Ach nee, das ist im Wald des Inneren. Ey, das ist ja erstmal. Aber dann frage ich mich. Ach du Petrus. War Heiliger. Wie soll man hier hochkommen? Daran haben die fast gar nicht gedacht, oder? Okay, daran habe ich auch nicht gedacht. Oh Mann, ich gehe gerade ziemlich mit meinem Leben chillig. Ziemlich geschillt rüber, so rum. So, das wollte ich sagen. Jetzt bin ich nicht mehr groß, das ist nicht so toll. Marsmenschen! Oh, ich bin tot. Okay, ich hoffe nicht, mein letztes Leben, unwertvoll, nee, wegen so einem Kinderkack zu verlieren. Ich hoffe es zumindest. Ah, Marsmenschen. Okay, der ist nicht mehr so gut. Oh. Ach gut, du bist es noch. Wir warten einfach mal. Geduld ist ja immer die beste Medizin. Okay. Es ist alles happy, es ist alles happy. Oh, blödes Vieh, aber wir haben halt Zeit. Ah! Okay, gut. Denn ist alles gut, solange wir ein Item haben. Und das ist hier ziemlich eintönig gestalten, wenn ich ehrlich bin. Das ist ja irgendwas tön. Okay. Ich bin gerade so schweigsam, weil ich konzentriert bin. Und bitte ein Gegner, ne? Müsste es ja theoretisch sein. Oh ja. Ich habe ein Item und ich habe nicht. Was heißt nicht saved? Okay, wie soll ich die hier ansonsten töten? Okay, was ist das? Thank you. Gut, zwei Bosse in ein paar. Ey, das sind doch richtig gut, ne? Und ich würde gerne so fies sein und sagen, da ich im letzten Part Überlänge hatte, mache ich einen kürzeren Part. Aber nein, so fies bin ich doch nicht. Denke ich schon. Ich würde gerne so fies sein, aber na. Damit tue ich euch nichts Gutes. Obwohl. Das sind 12 oder 13 Minuten, ne?
Geht hier irgendwo noch lang? Oder was ist hier? Nee, warte mal, geht's da nicht rechts irgendwo noch? Nee, da wollte ich nicht rein. Geht's? Gibt's da nicht irgendwie noch ein Level? Nein, da wollte ich auch nicht. Hallo. Oder ist das hier so mit den. Mit den. Nee, warte mal, da ist ein Mondlevel und hier ist ein Haus, warum war ich jetzt klein? Marco-Zone, oh cool. Warum auch nicht? Hallo Mario, lange nicht gesehen, ne? Aber doch wiedererkannt. Hier waren wir auch schon drin. Ja, also. Was soll denn das? Was gibt's denn hier drin? Ah, ja. Genau. Ich erinnere mich dran. Ah, so, ich mache mal ein paar Leben wieder. Naja, 1 bis jetzt 16, ne? Okay, 99. Schade. Was soll's, wir gehen wieder. Stimmt ja, hier gab's ja eine Möglichkeit. Oh, gute alte Dings. Zeiten. Ich will eigentlich mal in die Höhle reinschnuppern. Also es ist jetzt hier nochmal kurz rein rumgucken und so. Also hier passiert nichts Ernstes. Oh, wer ist denn da oben? Hä? Der Barrio. Hallo, niemand da, ich gehe wieder. Ciao. Uns will keiner haben. Gut, also das war denn der Part, der Part. Ja, muss ich noch kurz machen. Hier lang geht's nicht. Hexendings haben wir auch schon. Ne, da wollte ich jetzt nicht hin. Da wollte ich auch nicht hin. Na gut, dann gehen wir in die nächste Runde im Marco Zone. Aber erstmal bedanke ich mich hier nochmal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.